time to play the game. Time to play the game! Und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Forest zu einer neuen Runde oder einer neuen Staffel von The Forest. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf The Forest und dachte mir, komm, machen wir hier eine zweite Staffel. Was ist das denn? For Timmy. Survival, aha. Das haben wir also unserem Sohn geschenkt. Und jetzt haben wir es ihm abgezogen. Und das kennen wir ja schon. Und es gab ja jetzt auch mittlerweile ein oder zwei Updates. Mal gucken, was sich verändert hat. Oh, Hilfe, Hilfe. Halt dich fest. Wir stürzen ab. Nein, Hilfe. Mama. Wow, da ist gerade einer vorbeigeflogen. Oh, ouch. Oh, oh. Du schon wieder. Dich kenne ich doch. Lass ihn in Ruhe. Gib mir meinen Sohn zurück. Du Nackedei-Mann. So Nacktarsch. So, wie gesagt, ich hatte einfach mal wieder Lust auf The Forest. Und dachte mir, hey, komm, misse halt mal wieder auf. Es gab ja inzwischen auch noch, ich glaube, ein oder zwei neue Updates. Mal gucken, was sich alles geändert hat. So. Und ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich nehme das Ganze mal auf. Und mal gucken, vielleicht gibt es nur ein, zwei Folgen. Ich wollte mal reingucken. Vielleicht gibt es auch einfach eine zweite Staffel davon. Und es ist halt immer noch in der Early Access. Es ist immer noch eine Alpha-Version. Hat sich leider nicht viel getan. Ich hoffe ja da bald, dass es bald in die Beta geht. So. Machen wir natürlich erstmal wieder alle Koffer auf. Scheiß Tennisball. Hau ab. So. Das sammeln wir natürlich erstmal. Warum leckt das denn gerade? Oh, Geld. Geil. Stelle ich mir direkt eine Pizza hier auf die Insel. Die wird dann bestimmt im Flugzeug abgeworfen oder sowas. Das wäre eigentlich echt geil. Eine Pizza per Flugzeug. Ob es das irgendwann mal gibt. Naja, wir werden es mal sehen. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, bevor die Ureinwohner zurückkommen. Oder was heißt zurück? Hierher kommen. Und das Flugzeug untersuchen. So, komm, wir nehmen alles mit hier. Den Koffer auch noch. So. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich eigentlich eine Pause mache mit The Forest, aber wie gesagt, ich hatte einfach mal wieder Bock drauf. So. So, weg mit dir, scheiß Tennisball. Steine nehmen wir natürlich auch wieder mit. Aber irgendwie habe ich es auch vermisst. Ich persönlich finde ja, The Forest ist ein extrem geiles Game. Auch wenn es noch in der Alpha ist, es macht mega Spaß, vor allem zu Let's Playen. Und, ja, warum nicht? Wenn man es durchziehen kann, das Let's Play bis es released wird, wird bestimmt cool. So, wir laufen jetzt erstmal zum Strand. Und wir können erstmal Survival Book aufmachen. Mal gucken, was es hier Neues gibt. Was ist denn das hier? Notizen. Aha. Aloe Vera. Okay, hier gibt es wohl, was die Medikamente machen. Energy Belt, okay. Bone Armor. Snowshoes kann man. 5 Stick und 2 Ropes. Rapid Shoes. Cool. Okay. Hier wird dann halt so beschrieben, wie man was craften kann. Die Schneeschuhe. Okay, heißt das jetzt, dass es jetzt irgendwas oben auf dem Berg gibt? Unser Gesundheitsstand. Hier. Gibt es hier was Neues? Bis jetzt noch nicht. Das kennen wir ja auch schon. Scheint noch nichts Neues zu geben. Aber das mit den Schneeschuhen. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal oben auf den Berg können. Auf den Schneeberg. Und da was finden. Das wäre natürlich nice. Dazu müssen wir aber in die Höhle.
und die Kletteraxt holen. Oh Mann, ich will nicht in die Höhle. Scheiße. Warum tue ich mir das immer an? Für euch. Für dich. Ja, genau dich meine ich. Oh, scheiße. Ich hab Angst. So, die Yacht ist auch da. Suppi. So. Hallo, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Juhu, ich bin wieder da. Mann, ich will lieber weg hier. Die ganzen bösen Ureinwohner sind wir auch wieder da. Natürlich. Und er hat schon wieder keine Energy mehr. Natürlich. Runter hier. Runter, runter. Hm. Den brauchen wir nicht. Oh Mann. Den ist besser mal gefickt. Da steht doch einer. Schon wieder ist das eine Fata Morgana oder eine Halluzination. Wer ist das? Ich will wissen, wer das ist. Jetzt ist er weg. Ne, der ist immer noch da. Wenn jemand weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Was das sein soll. Ist das der, dem die Yacht gehört oder was? Und der hat sich umgebracht, weil er zu verzweifelt war? Oder was soll das sein? Es gibt jetzt halt ein paar Patches, glaube ich. Okay. Na los, hoch hier. Wo bist du? Komm raus, ich finde dich. Okay, jetzt ist auch nicht viel verändert. Hier können wir schlafen. Taucherflaschen nehmen wir mit. Und dieses Mal will ich ja echt das Sauerstoffgerät finden. Was ist denn das? Das ist ja neu hier. Aha, der Teddybär. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch schon. So. Na, lass mich durch. Hallo. Ey, blockiert mich das blöde Schiff. So. Und hier können wir dann theoretisch speichern, wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig uns hier so ein Shelter oder was zu bauen. So. Kurz was trinken. Ganz heimlich was getrunken, weil wenn man so viel quatscht, kriegt man einen richtigen trockenen Mund. Oh, wie viele Schildkröten. Oh, kann ich mir die mitnehmen? Tut mir leid. Moment. Nur ein... Okay. Jetzt haben wir irgendwie wohl... Moment. Hier. History. Hm, wird nichts angezeigt, leider. Alkohol. Alter, waren hier irgendwie so... Jugendliche, die hier Partys gefeiert haben? Oder warum liegt hier bitte so viel Alkohol rum? So. Was ich ganz geil, was ich geil fände, wäre... Ja, das kennen wir auch schon. Wenn, wenn man hier so eine Art Flaschenpost machen könnte. Federn, gib mir Federn. Nice, Federn sind wichtig. Brauchen unbedingt Pfeile. Na, dich kriege ich auch, jawohl. Wenn man da so einen Zettel in eine Flasche stecken könnte... Und das dann rausschmeißen könnte. Ins Meer. Oder halt ab und zu mal Flaschenpost angespült würde. Werden würde. Das fände ich echt geil. Würde ich ja extrem feiern. So. Boah, nehmen wir auch mit. Dass dann immer unterschiedliche Dinge draufstehen. Was so random Dinger. So help me oder so irgendwas. Das nehme ich auch mit. Ob man hier WLAN hat. Ich meine, ich will ja Let's Plays gucken, ne? Die haben bestimmt hier nebenbei Let's Plays geguckt, neben der Party. So. Bauen wir uns erstmal hier einen Shelter. Dass wir erstmal speichern und schlafen können. Bauen wir das hin. Komm, bauen wir erstmal dahin. So. Noch zwei Stickies und ein Stein. Ich meine, wenn ich hier auf so eine Insel gehe, nehme ich auf jeden Fall meinen Laptop mit, um Let's Plays zu schauen. So. Das ist sowieso so komisch, wenn man sich vorstellt, wenn es viele von euch mal hatten, so wie ich es die letzten Tage jetzt hatte, dass eine Störung beim Anbieter war und du hast kein Internet gehabt. Das ist irgendwie total komisch. Das ist total ungewohnt ohne Internet. Das nervt total ab. Wenn du
du nicht auf YouTube kannst und nicht gucken kannst, die ganzen Let's Player, was sie für neue Videos rausgebracht haben. Mich hat das total angepisst. So wie jetzt, dass da keine Ausdauer mehr hat, der Vogel. Komm schon. Trink dir mal halt mal was. So. Die Medizin nehmen wir hier mit. Ach ja, wie ich es vermisst habe. Ich freue mich wieder hier zu sein. So. Ich freue mich, ich bin wieder hier. In meinem Revier. Ne, das lasse ich besser. Jetzt kriegt der noch Ohrenkrebs. So. Komm schon. Oh, nicht auf den Kopf. Ich meine, da kann eh nichts mehr kaputt gehen, aber es tut trotzdem noch weh. So. Ein Feuerchen müssten wir uns theoretisch auch noch machen. Habe ich da einen Koffer vergessen? Tatsächlich. Ich habe einen Koffer vergessen. Wie kann ich mich es wagen, einen Koffer zu vergessen? Stirb! Feder? Keine Feder. So, mich würde echt interessieren, wer hier begraben ist. Hallo? Kann ich ihn ausbuddeln? Nee, leider nicht. Ah, oh, ich glaube, das war der Stamm, der heruntergefallen ist. Da, guckt euch mal meinen Stamm an. Oh, ich habe einen Riesenstamm. So, wir werden natürlich nicht hier bleiben. Wir werden weiterziehen. Und, uns noch. Oh Gott. Geister. Habt ihr das gesehen? Der Stamm bewegt sich von selbst. Es gibt hier auf der Insel also Geister. Ruft mal einer bitte die Ghostbusters. Langsam wird's aber unheimlich. Kannibalen, Ureinwohner, Fett Peter und Muschiklaus und jetzt auch noch Geister. Ach du Scheiße. Glaubt ihr überhaupt an Geister? Ich bin ja so zwiegespalten, ich weiß es nicht. Wenn man manche Dinge hört oder manche Dinge sieht, dann denkt man so, okay. Kann man sich nicht erklären, aber ob es wirklich Geister gibt, ich weiß es ja nicht. So. Ein kleines Feuerchen bauen wir uns auch noch hier hin. Na komm, dahin. So. Stickies und Steine brauchen wir jetzt noch. Stein. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. So, ein Stein und Stickies. Na los. Hä? Seit wann gehen die bitte mit einem Schlag nochmal kaputt? So, also nehme ich alles mit hier. Kann man alles gebrauchen. Dich nehme ich auch mit. Nee, oder? Hab ich was gehört? Ach du Scheiße, ich krieg schon wieder Halluzinationen. Ey, ich schieb hier voll die Paras. Haben wir jetzt alles? Ja. So, wir müssen dann auch mal auf Lurchjagd gehen. So. New Edit To-Do-List. Okay, gucken wir gleich mal, was wir hier jetzt noch machen müssen. Wo ist denn diese To-Do-List? Aha, geil. Jetzt werden die Fotos also hier auch gespeichert. Weiter. Notes. Hä? Mist. Wo war denn diese To-Do-List? Hier. Find Timmy. Find a cook food. Find the missing blind passenger. Ja, das kennen wir ja schon. So, schlafen können wir leider noch nicht. Stirb! Federn. Und Federn haben wir denn jetzt? Oh, schon 10 Stück. Nice. Und ich frage mich, ob das Atemgerät random spawnt oder immer. Steht da oben einer? Oder ist das nur... Es scheint ein Grafikfehler zu sein. Ich dachte echt, da steht schon einer. Wir haben auch einen Rucksack auf, das sieht man am Schatten. Hallo, ich will Uhr haben. Fette Rolex, Alter. Ich hab eine fette Rolex an. So, und können wir also keine mehr tragen. So, und dann. Und dich nehme ich auch mit. Medikamente sind immer gut. Alkohol.
Wir können ja den Strand mal ein bisschen ablaufen hier. Stirb! Können wir das Ding hier überhaupt als Schild benutzen? Nee, leider nicht. Scheint so. Scheint nicht so auf jeden Fall. Fände ich auch geil, wenn man den Panzer so als Schild benutzen könnte. Das sieht ja mal geil aus. Was ist denn das? Oh, eine Soda, nehme ich mit. Und dahin, und das. So. Crafte ich uns eben nochmal ein paar Molotovs. Und so mehr Alkohol können wir natürlich dann mitnehmen. Das ist ja Verschwendung, wenn man den da lassen. So, und dich nehme ich, und dich. So. Aber ich frage mich echt immer noch was. Was soll das? Scheiß Regen. So. Okay, hier scheint es zu gehen. Gehen wir mal zurück. Und wir müssen uns dann auch mal aufmachen, um uns eine richtige Basis zu bauen. Nice, Alkohol. Weil wir haben es ja in der ersten Staffel schon gesehen, wie der Fettpeter und der Muschiklaus einfach unsere Base auseinandergenommen haben. Das hat die halt mal gar nicht gebockt. Aber stand eine Wand, ah, Push, Einschlag. Okay, ich habe auch auf die Wand selbst in die Luft gejagt, aber ich hatte Angst. Aber verratet's nicht. So, mich wundert's, dass ich noch keinen Ureinwohner oder Kannibalen hier gesehen habe. Was ist denn? Ah, da ist noch ein Laptop, den nehme ich mit. So. Was ist das? Wollt ihr seinen Kopf auch mitnehmen? Nee, weg damit. Ich will den Kopf haben. Gib mir deinen Kopf. So, jetzt. Hallo, ich hab einen Haikopf. Weg damit. Sieht ekelhaft. Bäh. So, dann speichern wir hier mal. Speichern mal hier, würde ich sagen. Überschreibt mal den alten Spielstand. So, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.